Zgornja Korena. Korena ist eine Ortschaft im Tal des Baches Koren mit dem Kern auf dem Gipfel, wo sie sich jetzt befinden. Hier auf 392 Metern steht heute die Kirche St. Barbara, die man weit weg sehen kann und einen schön ordentlichen Park hat. An den sonnenseitigen Hängen liegen Weinberge, die im Tal in die Felder und Wiesen übergehen. Die Pfarrkirche St. Barbara, die 1789 erbaut wurde, steht heute auf der Stelle, wo früher die alte Kirche aus dem Jahr 1560 war. Sie würde 1867 aufs Neue gewölbt und dazu würde noch ihre Ausstattung renoviert. Neben der Kirche steht auch die Statue von Jože Glonar, der hier 1885 geboren wurde. Er war der bekannte Slawist, der klassische Philologe und konnte 14 Sprachen. Er war als literarischer Historiker, Übersetzer, Bibliothekar und Lexikograf tätig und erlangte somit hohes Ansehen im wissenschaftlichen und kulturellen Bereich. Auf dem Friedhof steht die Svelicer-Kapelle und monumentale Familiengruft, ein echtes Mausoleum mit einer Lizenz zum Lesen der Messe. Am Straßenkreuz steht ein dreieckiges Zeichen, das an die Seuche in den Jahren 1710 und 1712 erinnert. Bei Ferkovo Gradisce ist eine Steinstatue von Sankt Richard aus dem Jahr 1856. In der Nähe des Ortes ist ein Steinbruch des bekannten Kalksteins, der heilig-barbarischer Kalkstein genannt wird und den schon die Römer benutzten. Nicht weit weg liegt das Dorf Jablance, in dem sich zwei Skisprungschanzen befinden, auf denen auch im Sommer das Skispringen stattfindet.